E-Mobilität mit allen Sinnen erleben und in allen Lebenslagen. Ein spannender Tag, der 26. Mai 2018. Ja, ich denke schon, dass das ein großer Tag ist, ein Tag, wo wir ganz einfach uns damit beschäftigen wollen, wie Mobilität und E-Mobilität, weil Mobilität und E-Mobilität gehört für mich zusammen, aber nicht nur Elektromobilität ist ein Thema, wir wollen es allgemein sehen für alle Bürgerinnen und Bürger, dass wir Mobilität anbieten können und da gibt es jetzt, so glaube ich, mit der Elektromobilität oder mit der Entwicklung der Elektromobilität große Chancen, dass man das auch für ältere Menschen einbringen kann. Das wollen wir mal ein bisschen mit dieser Veranstaltung darstellen. Wir haben vom Tesla S, das ja zurzeit das Flaggschiff auf dem Fahrzeugmarkt ist, haben wir hier zum selber fahren, zum selber probieren. Wir haben aber auch kleinere Fahrzeuge, die probiert werden können. Wir haben einige bekannte Autohäuser eingeladen und sie werden hier vertreten sein. Aber auch Fahrräder, Scooter, Mopeds haben wir alles hier an diesem Ort. Von 10 bis 17 Uhr kann man das probieren. Und am Abend haben wir eine tolle Veranstaltung bei uns im Festsaal in St. Lorenzen, wo wir Vortragende haben aus der E-Wirtschaft, aus der Fachhochschule Kapfenberg, vom Bundesministerium für Soziales aus Wien. Also auch die Fahrschulbranche ist vertreten, gibt dann auch reichlich Möglichkeiten zu fragen und zu diskutieren. Also ich denke, wie Sie es formuliert haben, ein großer Tag für St. Lorenzen, für die Mobilität und E-Mobilität allgemein. Die Leute, die hierher kommen und sich das anschauen, welche Fragen werden ihnen hauptsächlich gestellt? Ja, wie weit kann man mit E-Fahrzeugen fahren? Das ist ein großes Thema natürlich bei Autos, sowohl auch bei Fahrrädern. Wie lang halten die Akkus, also wie groß ist die Lebensdauer dieser Akkus? Wie sieht es mit der Wartung aus? Das sind so die primären Fragen. Ja. Wartung ist eben sehr gering bei den Elektromotoren und generell bei den Akkus. Und die Reichweite wird eigentlich jedes Jahr größer sozusagen. Ja. Wie groß wird denn die Abdeckung der Elektrizität sein, die Abdeckung von den fossilen Brennstoffen? Das wird sich weisen. Ja. Ich meine, grundsätzlich halte ich 100% für realistisch. Die Technik, die Entwicklung ist so schnell, auch bei den Speichersystemen, dass man da in 10, 15 Jahren sicher ausreichend Energie speichern kann, um da auch um die Runden zu kommen. Ja. Man muss sich schon mit dem Thema auch ein bisschen kritisch auseinandersetzen. Wenn ich jetzt das Fahrzeug hier stehen habe und es ist vollgeladen und ich fahre dann, okay, dann emittiere ich nicht. Aber bis jetzt der Strom in mein Fahrzeug kommt, dafür oder da steckt einiges im Vorfeld dahinter. Ich muss den Strom erst einmal erzeugen, ich muss den Strom transportieren, ich muss das Medium, wo ich den Strom speichere, erzeugen, herstellen und möglicherweise auch irgendwann einmal entsorgen. Das ist schon ein Thema, das was meines Erachtens in der Diskussion oft nicht berücksichtigt wird, aber man muss es, so meine ich, schon generell sehen und sagen, die Versorgung, und das liegt den Menschen in den Fragestellungen oft am Herzen, ja, wo kann ich tanken, wie lang braucht es, wie funktioniert es, wenn ich ein Elektrofahrzeug habe, wenn ich einen Defekt habe, kann das noch wer reparieren, wo liegen da die Probleme? Und ich denke, da haben wir fachkundige Personen hier, die auf diese Fragen eingehen können. Ich bin ja auch zwar Elektrotechniker gelernter und ich weiß, wie schwierig es ist, jetzt vom Windkraftwerk den Strom hier in das Auto zu kriegen. Das ist schon eine Herausforderung und wir haben auch von der E-Wirtschaft, vom Ewerk Kindberg jemanden hier, der diese Problematik auch darstellt. Ich denke, das muss uns alles auch ein bisschen bewusst sein. Nur den Hype, jetzt Elektrofahrzeug zu haben, nachzugehen, ist schön und geht vielleicht in die richtige Richtung. Nur wir haben noch insgesamt zu wenig Erfahrung, um zu sagen, was ist in 10 Jahren, was ist in 15, in 20 Jahren, was passiert dann mit diesen Fahrzeugen, wer kann sie servicieren, wer kann das alles warten, kann ich das weiter nutzen? Also das sind schon Themen, die für mich als, jetzt sage ich mal, da bezeichne ich mich als ein bisschen realistisch denkend,
auch alles Fragen sind, die zu beantworten sind. E-Mobilität, wo stehen wir und wo geht es hin? Diese Fragen werden Ihnen zum Teil auch schlüssig an diesem 26. Mai in St. Lorenzen beantwortet. Das 10-jährige Jubiläum des Firecrossruns findet heute hier bei der Freiwilligen Feuerwehr in Picheldorf im Bruck an der Mur statt. Und so war es doch, dass es die letzten Jahre immer in Strömen geregnet hat. Und heute? Heute scheint die Sonne. Aber nicht nur das hat sich verändert. Ja, aufgrund von der Teilnehmerzahl im Vorjahr haben wir die Teilnehmer auf 400 statt 300 aufgestockt. Und das Ganze dient einem guten Zweck? Ja, der ganze Zweck darin ist wirklich Anschaffung von neuen Geräten und dazu braucht man natürlich finanzielle Mittel und da sind uns gewisse Freiheiten gegeben, wenn wir da ein bisschen was aufstellen. Wer darf denn an dem Run teilnehmen? Ja, es dürfen Jugendliche, Erwachsene, jung, alt, männlich, weiblich, Feuerwehr und auch zivile Läufer teilnehmen. Nach dem Start der Kategorie Jugend 1 und 2 gab es auch gleich die Siegerehrung der Jungläufer und neben Medaillen konnten die Schnellsten schöne Trophäen in Empfang nehmen. Währenddessen bereiteten sich 250 Laufsportbegeisterte für den Hauptlauf vor, der pünktlich um 19 Uhr gestartet wurde. Nach 24 Minuten 14, was zugleich neuen Streckenrekord bedeutete, erreichte Lukas Fasold in einem packenden Finish das Ziel, welches Fasold nur knapp vor Andreas Reuß für sich entscheiden konnte. Gratuliere, der Gewinner des 10. Jubiläums vom Firecross Run, Lukas Fasold. Wie war's? Erstmal danke. Es war richtig cool und richtig hart. Der Reuß Sandy hat mich getrieben bis zum Letzten. Aber schön waren wir dann als erster doch so knapp, aber doch als erster über die Ziellinie laufen kann. Hast du noch mal gekämpft? Ja, einmal so untertrieben. Nein, ein paar Mal. Wir haben uns immer ein wenig gematcht. Aber schön, dass es zum Schluss dann gereicht hat, knapp. Nach der fantastischen Zeit von 33 Minuten 06 erreichte auch die erste Dame das Ziel. Herzliche Gratulation zum ersten Platz der Damen, 33 Minuten 06. Wie fühlt man sich, wenn man durch die Ziellinie kommt? Ja, es ist jedes Mal wieder ein Wahnsinn, dass man es einfach geschafft hat. Also, und natürlich großartig, wenn man schon während der Strecke hört, dass man die erste Dame ist, das motiviert dann natürlich gleich noch viel mehr. Wie kämpft man denn mit der Strecke, mit den Streckenverhältnissen? Also der Vorteil war, dass ich die Strecke überhaupt nicht gekannt habe. Also ich bin das erste Mal da gelaufen. Das hat natürlich den negativen Nebeneffekt, dass man sich die Kräfte nicht einteilen kann. Somit gibt man von Anfang bis Ende einfach Gas. Und so war das 10. Jubiläum des Firecrossruns der Freiwilligen Feuerwehr in Picheldorf wieder mal ein Laufevent der Extraklasse, wo man dabei sein muss.